Tires und zwar im Multiplayer mit dem lieben Randy. Hallöchen. So, ja, ich bin gerade noch unterwegs zu Dino. Grüß mal hin. Das grüßen wir alles hin. Gerade der kann jetzt nicht so schnell stecken bleiben, weil der jetzt nicht so ein schweres Gelümpe hinten drauf hat. Oh, und jetzt einmal. Jawohl. Ja, kommen wir doch schon mit dem zweiten Gang auf jeden Fall schneller hoch. Ja, bin leider umgekippt, mein Fehler war es stehen zu bleiben. Wollte halt auf den Tino warten, wollte ihn retten. Das war der Fehler, da wurde man gleich bestraft. WTF? Ja, hat es die ganze Zeit bei mir gepiept, würde ich mal behaupten. Ja. So, Moment, ich muss jetzt mal wieder umsteigen hier. So, da bist du. Da bin ich, ja. Ich häng bloß gerade an so einen scheiß Holzstamm hier. So, jetzt nicht mehr. So, genau, du fährst. Ja, ich hab extra jetzt für dich ein paar Reparaturpunkte halt noch mit dabei, falls deine Maschine mal kaputt gehen sollte. Ja. Wunderbar, genau, hier weiter. Also die Straße dementsprechend weiter. Komm, ich schieb ein bisschen. Nee, das gibt Schaden. Leider Gottes. Jetzt bin ich hier nicht alleine hochkommen. What the fuck? So, pass mal auf, da will ich gerade mal was testen. Und zwar, zack, halt mal an, nicht hinten drauf fahren. Warte, Eck. Warte, jetzt muss ich wieder vorfahren. Ich hält ja mal den unmöglichsten Stellen an. Dir kann hier nichts passieren, chill out, so pass auf. Du hast jetzt oben rechts ein Windenangebot bekommen. Was? Ja, du hast auf dem Bildschirm hast du jetzt, warte, so, ja. Biete McManus eine Winde an. Die akzeptierst ja. Du, warte. Ah, jetzt hänge ich an dir dran quasi. Genau, jetzt kann ich dich ziehen. Na dann, was denn, war's das schon? Ja, du musst natürlich auch W drücken, du Klon. Na los, gib Gas! Naja, wenn du mal weh drücken würdest oder vielleicht Handbremse ausmachen würdest, eins von beiden. Man merkt, die Winde ist zu kurz gehalten. Kann man die nicht länger machen? Nee, da hätte ich noch ein Stück weiter vorfahren müssen. Dass wir da einen größeren Spannungsbogen haben. Problem ist, das sollte vielleicht lieber ich dich an die Winde nehmen, weil ich bin schneller. Nö, du bist schwerer, du versinkst schneller, du drohst schneller umzukippen. Ich sehe es ja. Fahrt ja immer wieder hinten Richter auf. So, hab jetzt mal kurz hier ein bisschen gewartet. So. 1 plus und ab geht er, Peter. Jetzt geht's erstmal Wolli den Berg hoch. Komm, mach dich aus dem Weg davon. Ich sehe es schon, wie er umgibt. Muss ich schon wieder anhalten. Du kannst ja nicht wie so Cowboy durchrammeln. Warum nicht? Ich will das nicht zum ersten Mal, verdammt. Aber du fährst das erste Mal die Strecke hier. So, pass auf. Hier jetzt langsam runter. Dann kommt die Meldung kritischer Wasserstand. Die ganze ignorieren und dann mit Schwung hoch. Aber wirklich langsam runter, weil die ganze Karre demolieren. Alter, da hast du ja einen netten Weg rausgesucht. Das ist noch der erholsamste von allen. Moment.
Ja, das könnte problematisch werden. Bist du in der... Ja, du bist in meiner Nähe. Ja, guck mal, wie lang die jetzt ist. Gib Gummi, Jung! Gib Zü! Okay, kannst auch mal. So, aus dem Weg nach vorne. Vollgas. So, auf geht's. Und nach oben. Eine Mühlsau, geil. Bin mal gespannt, wann, wann neue Fahrzeuge kommen. Also Innenmod gibt's glaube ich schon, hab ich gesehen, aber da war jetzt lieber nicht so all besonders. So, Vorsicht da vorne, ich geb Gas. Hier kommen aber zwei enge Kurven. Nach links oder rechts? Ich hab nicht gesehen, wo du hin bist. Rechts. Siehst mich doch. Nee, ich seh dich ja nicht. Sonst hätte ich ja nicht gefragt. Nee, ich bin bloß 2 Meter vor dir. Wenn ich dich gesehen hätte, hätte ich ja gefragt. Oh, ich fahre hier über die Steine. Das ist vielleicht gar nicht so gut. Aber es ging noch. Oh, jetzt einfach der Straße folgen. Ich muss erstmal die Brücke hier einlösen. Dass ich hier auch schön gerade drüber komme. Geil, auch diese Reifen aussehen, so halb blatt, ey. Ich finde das sowas von dermaßen genial. Ui. So, auf geht's, meine lieben Freunde. Auf geht's mit dem Holz. Das endlich mal abgeliefert kriegen. Müssen wir jetzt nochmal Offroad oder? Erstmal auf der Straße halten. Du siehst dann schon, wenn ich in irgendeiner Kurve da stehe, stand, dann müssen wir dann einfach rechts weg. Da ich gerade auf meinen zweiten Monitor gucke, wir haben im Tag 1 Besuch. Ja, sehe ich auch gerade. So, ja, mehr geht leider nicht, Leute. Aber dafür verbrauchen wir auch nur gerade 3 Liter. Da ist aber alles ausgeschaltet, was man ausschalten könnte, oder? Brauche ich auf der Straße nichts. Außer einen hohen Gang. Und viel Power. So, na, wo steht der Randy? Ich hab den Auspuff vorne dran. Ah, da vorne stehst du, ich seh dich. Gut, jetzt einmal rechts rum. Links durch die Pfütze. Ach, wieder falschen Gang drin. Na komm. Oh, und na komm, zack. Schmeiß mal gleich mal alles an und dann Vollgas gib ihm. Schön rein ins kühle Nass. So. Macht bestimmt dann so zu dritt oder zu viert macht das richtig Laune. Es macht ja zu zweit schon einen riesen Spaß, wenn man sich vor allen Dingen auch so gegenseitig helfen kann. Das finde ich also cool. Ja, du brauchst auf jeden Fall schon mal nicht allzu viel Hilfe wie der Harald. Ne? Ne? Ja, bist jetzt noch nicht in so kritischen Situationen gekommen. So ganz so... Naja, sagt lieber nichts. Harald hat das auch gut gemeistert, so ist es ja nie. Ja, ja. Glaube ich dir, aber wie gesagt, ich spiele es ja nicht zum ersten Mal. Ich habe ja auch davor schon die Tech-Demo gespielt. Weitergang! Yeah! Vollgas durchs Gelände, wie geil ist das? Wenn ich umfallen, immer schön Gas, 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 Gas. Da wühlt sich die Sau hier da.
Tja, umgefallen, wa? Jep. Genau. Ich wollte es eigentlich gerade sagen, dass es nicht so gut ist, aber genau an der gleichen Stelle, wo Clicky umgefallen ist. Ernsthaft? Yep. Warum sagst du da nichts, wenn es die Stelle bekannt ist? Ich habe dir ja schon mal gesagt, ich habe es dir vor uns gesagt, du kannst dich mit Fullspeed durchs Gelände. Warum denn nicht? Du kennst die Strecke nicht, na und? Und jetzt, nö, du hast ja jetzt gesagt, ja, Vollgas durchs Gelände. Und da habe ich gesagt, gut, das machen wir. Ja, ich wusste, dass du umgibst, aber... Wenn hier vorne ist eine Pfütze, die geht extrem rechts runter, dann kennst ja die Kameraperspektive. Nö, nö, du wolltest ja Vollgas Gas geben. Also. Ja, so bleibt man halt auch Profi, wenn man den anderen noch nicht verraten muss. Ist schon klar. Ah ja. Die ist raus jetzt. Ah ja, nimm mal die Winde an. Jetzt. So mal der Weile schon wieder Motor zu starten. Was denn? Ich fahr hier gerade mit Vollgas. Ah, der Motor ist noch an. Okay, hat nicht abgewirkt. Nee, den hab ich wieder angemacht. Also, dann ist schon mal gut, dass es wieder geht. Aber der halbe Anhänger hängt da hier drin. Das ist nicht das Problem. Aber er kommt langsam raus. Ja. Also ein bisschen Holz liegt noch drauf. Aber es sieht nicht mehr ganz so fest aus. Nee, deine Ladung ist im Endeffekt runtergefallen. Also es ist nicht jetzt das Problem, denn ich weiß, hier hinten, da steht noch so ein schöner Raketentransporter. Den holen wir uns mal. Ja, den holen wir uns mal. Aber ich müsste vielleicht schon mal repariert werden, ne? Ah, okay. Das Problem ist, dass wir das... Ja, genau, danke. Kleiner Auffahrunfall. Mhm. Oh, danke. Dum, Gas immer schön Gas. Oh, da klebt mir ein Stein am Schuh. Ist aber auch steinig, oder? Findest du nicht? Naja, man hätte halt auch durchs Wasser fahren können. Wollte ich jetzt halt bloß nicht riskieren. Warte mal, ich hab abgewirkt. Du willst ja immer 1 Plus schalten. Das ist die Automatik. Und rein ins Kühle nass. Mit Vollspeed. Sag mal, seit wann haben wir in unserem Teamspeak die Surfergruppe Schalke? Was? Ja. Ja, Jasmina hat nämlich die Surfergruppe Schalke. Wer die auch immer gegeben hat. Okay, langsam. Und jetzt hier ganz sanft hoch, weil sonst kriegst du Schaden und was. Also die Anfahrt halt langsam, nicht, dass du voll dagegen knallst. Da. So, hier hinten wäre jetzt eigentlich die Abladestelle gewesen, um dir dann nochmal zu demonstrieren, wie kurz du eigentlich vorm Ziel warst. Sinnlos. Aber Tino wollte halt Spaß haben und wollte halt durchs unbekannte Gelände Vollgas geben. Muss bestraft werden, sowas. Nee, wenn die jetzt einfach das Vorausfahrzeug, was hätte man sagen müssen, nicht so weit rechts. Och, du wolltest doch Vollgas geben. Ja. Hätte ich auch machen können, wenn du nicht gesagt hättest. So, bleib mal kurz hier. Ich muss gerade mal gucken, ob wir hier schon runterkommen. Schneller. Bleib mal kurz hier, ich muss mal gucken, ob wir dort runterkommen. Ach, schneller. Ja, da kommen wir runter. Darfst du jetzt hinterherfahren, mein Führer? Ja, aber langsam. Wie viele Reparaturpunkte hast du noch? Keine Ahnung, ich glaube 200 oder so. Da kann ich ja Vollgas geben. Ja, wenn du stecken bleibst, ist das nicht mein Problem. Ach, du grüne Leute, was ist denn das hier? Boah, voll aufgesessen. Baum! Alter Verwalter.
Na, 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 wird das was? Irgendwo klemmt's ein wenig. So, jetzt aber. Ja, war ja wieder klar. Achso, sind ja zwei, ne? Sind immer zwei da. Und steh. Yeah, Baby. Fahr mal weg. Geht nicht, weil da kein Sprit drin ist. Deswegen F1 klicken, zur Werkstatt und jo. Ach so, okay. Ah, nice. Ah ja. Cool. Problematik an der Sache ist jetzt an sich nur, dass wir zu zweit mit den Dingen nicht anfangen können. Was kann man alleine damit anfangen? Da musst du meinen gerade mal angucken. Das ist eigentlich so eine Maschine, mit der schleppst du ab. Wenn du gerade mal siehst, was ich hinten so dran hab. Ah ja, okay. Ja. Aber ich würde mal sagen, versuch. versuch mal bitte mit den Dings hier. Mit das der anderen. Klingt echt nach Leistung. Was? Das Ding klingt nach Leistung. Ja, ist ein Raketentransport halt, ne? Ist das geil. Was soll ich versuchen? Warte. Und allein wenn ich Gas gebe. Diese Rauchschwade, die da rauskommt. Boah, so nice. Jawoll. Na, ich muss doch mal hier gucken. Ja, das brennt, Junge. Okay, nice. Das ist so geil. Gut, nee, was ich sagen wollte. Ja, was würdest du sagen? Los, komm. Wie sieht eigentlich mit der Zeit aus? Achso, ja, für die Folge können wir es eigentlich schon wieder beenden. Ja. Tja, deswegen, bitte, Dino. Ja, in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Gebt den Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Part wieder. Bis dahin, mit Renny natürlich immer noch. Und ja, bis dahin, tschüss. Tschüss.